Epigenetik ist ein Thema, was wir seit etwa 2000 überhaupt gelernt haben. Vorher gab es das nicht. Ich will aber noch kurz dazu etwas sagen. Wir haben eben schon gehört, dass ganz viele Dinge da alle stehen und ich mir überlegt habe, was ich dann in letzter Zeit eigentlich wirklich geworden bin. Hierzu habe ich noch einen Zusatz gemacht, der aus aktuellem Anlass sich ergeben hat, und zwar der konstante Einfluss durch die Umwelt. Ich bin also als sogenannter Präventologe losgegangen und bin dann praktisch heimgekehrt als Umweltaktivist. Noch rechts von vielen, noch links von vielen Organisationen, weil für mich klar geworden ist, ich werde Ihnen das zeigen, welche Bedeutung die Umwelt für uns hat. Und was die vielen Tätigkeiten und Titel angeht, das ist auch immer lästig, das alles zu erklären. Ich habe versucht, einen neuen deutschen, einfach zu verstehenden Begriff zu finden. Und ich bin, denke ich, bestens klassifiziert als ein hochinfektiöser Gesundheitserreger. Gut, also, es ist jetzt etwa 15 Jahre her. Da war eigentlich ein Zeitpunkt, wo die Forschung dachte, es kommt der Durchbruch. Und zwar war man dabei, den genetischen Code zu knacken. Das heißt, die Erbsubstanz zu entschlüsseln. Und die Vorstellung war, wenn wir die Erbsubstanz kennen, wissen wir alles, was im Menschen vorgeht. Wir können praktisch alles erkennen. Wir wissen, wie alles funktioniert. Und dann haben wir die Lösung für alle Probleme gefunden. Und es war ein Wettkampf zwischen verschiedenen Institutionen. Und dann hat man das wirklich mit einem riesigen Aufwand, technischen Aufwand geschafft. Das menschliche Genom war entziffert. Und man dachte, man stößt also eine Tür auf und kommt in einen hellen Saal. Und alles ist klar. Die Tür haben sie aufgestoßen, die Wissenschaftler, nur dahinter in dem Saal war es dunkel und eine höhnische Stimme sagte, ihr Toren, ihr wisst gar nichts. Ja? Denn was kam raus? Die paar Gene, die man dann gefunden hat, 30.000 oder so etwas, die waren gar nicht in der Lage, das menschliche Leben in seinen Facetten zu erklären. Es war ein Flop, ein wahrhaftiger Flop. Man musste einsehen, es ist viel, viel komplizierter, als man gedacht hat. Und das noch ein bisschen zu erklären, das ist die Gensequenz, die auf einem solchen, wo unsere Information kodiert ist sozusagen, ganz hochkompliziert, so hochkompliziert, dass heute die Datenspeicherleute hingehen und versuchen, das nachzumachen, um Daten abzuspeichern. Also die Natur hat vor Millionen von Jahren Dinge erfunden, wo wir langsam anfangen, es zu verstehen und nachzuvollziehen. Und dieser Code ist eben wie eine Bibliothek, wie ein Buch, wie ein Kochbuch, was Sie zu Hause stehen haben. Und wenn Sie einen Rosinenkuchen machen wollen oder eine Bouillabaisse oder was auch immer, nehmen Sie das Kochbuch raus, gucken nach, was Sie brauchen. Und wenn Sie gekocht haben, stellen Sie es wieder weg. Das Kochbuch kann nicht kochen. Sie müssen kochen. Und so sind die Gene nichts anderes als ein Verzeichnis aller verschiedenen Leistungen, die die Zelle tun kann. Aber die Zelle entscheidet, welche Leistungen sie umsetzt, welche Leistungen sie machen möchte und was sie für die einzelnen Dinge braucht. Und damit sie damit einfacher klarkommt, die Zelle, hat sie sich ausgedacht, dass sie verschiedene Lesezeichen in die Bücher reintut. Dann weiß sie, wo sie nachzugucken hat, dann weiß sie, wo was steht oder weiß, wo sie nicht nachzuschauen hat. Ja? Und das Wort für dieses Lesezeichen ist Epigenetik, das heißt auf die Gene draufgepflanzt. Ja? Oder wie ein Karteireiter. Das sind also Zusatzinformationen, die die Zelle auf die Ur-Ur-Ur-Ur-Erbsubstanz draufpflanzt und die dann letztendlich die Gene steuern. Und das macht die Zelle in sich alleine. Das organisiert die Zelle unter dem Einfluss von vielen, vielen Faktoren. Und das will ich Ihnen heute darlegen. Also, das ist die riesige Sequenz. Und da werden dann entsprechend kleine Reiterchen draufgesetzt, um das nutzbar zu machen. Hier ist das nochmal dargestellt. Ich werde da im Einzelnen nicht drauf eingehen. Das sind chemische Formeln, die dort passieren. Aber man kann das an verschiedenen Stellen tun. Und der Körper hat also wirklich ein ganzes Arsenal an Möglichkeiten, wie er mit seiner althergebrachten, fixierten DNA, seine Erbsubstanz, umgehen kann. Das Grundprinzip dahinter hat ein Kollege vor mehr als 30 Jahren aus England in London, war da tätig, schon beschrieben. Er hat gesagt, wir haben hier unsere Erbsubstanz, unsere Gene, und die reagieren mit Einflüssen aus der Umwelt. Gibt es gute Einflüsse, gibt es schlechte Einflüsse. Überwiegen die guten Einflüsse, dann gibt es Gesundheit. Überwiegen die schlechten Einflüsse, gibt es Krankheit. Nur aus der Beobachtung seiner Tätigkeit heraus hat er dieses so entwickelt. Und heute können wir sagen, recht hat er gehabt.
Das ist die Epigenetik, die nämlich hier diesen Einfluss geltend macht. Und da unten drunter haben wir dann den sogenannten inneren Arzt, den viele von Ihnen schon kennen, für den wir jetzt das wissenschaftliche Korrelat gefunden haben.